Ahoi, meine Damen und Herren, ich bin neuer Portugas und das neue Kapitel ist draußen und ich würde sagen, das Kapitel ist so extrem umfangreich. Wir teilen es einfach auf und machen da mehrere Videos draus. Und deswegen fange ich heute mal mit dem ersten Video an und zwar geht es da wirklich nur um die neuen Kopfgelder. Oder sowas wie Rob Lucky und so kommt demnächst dann noch dazu. Aber erstmal geht es heute nur um die neuen Kopfgelder. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal alle der Reihe nach durch. Und dann fange ich doch direkt mal an. So, beginnen wir mit Strohhut Ruffy, der hat 500 Millionen. Und ich würde sagen, mit diesen 500 Millionen gehört der wohl jetzt offiziell zu den ganz Großen. Zu den wirklich Großen, der ist ganz oben mit dabei, der spielt jetzt oben mit und das kennt man aus One Piece eben noch nicht, weil irgendwie war man in One Piece immer so drin, dass Ruffy einfach noch einer von den kleinen Fischen war, die niemand ernst genommen hat, aber mittlerweile ist Ruffy einfach wirklich ernstzunehmend für die ganze Welt und die ganze Weltregierung und das ist einfach extrem. Meiner Meinung nach geht jetzt alles wegen zu schnell, aber ich muss sagen, es ist aber auch nur so in meinen Ansichten, weil ich nicht will, dass One Piece zu Ende geht. Ich meine, ich glaube, Oda macht jetzt so einen richtigen Sprint, ey. Der deckt gerade so viel auf und ich sag's jedes Mal, wenn ich irgendwie so eine Review oder irgendwie so ein Video dazu mache, was irgendwie passiert. Ich sag jedes Mal, es geht so schnell, egal was kommt. Sei es jetzt das Kaido-Video oder über Sabo, egal. Es ist immer sage ich dasselbe, wenn es ums zu schnell gehen geht. Aber das ist meine Meinung, das muss ja niemand genauso sehen wie ich, da bin ich ewig eigenartig. Genau, dann gehen wir direkt mal zum nächsten Kopfgeld und zwar zu Piratenjäger Lorna Zorro. Übrigens feiere ich extrem, dass dieses Piratenjäger-Image bis jetzt angehalten wird. Das hatten wir schon von Anfang an, dass Zorro als Piratenjäger assoziiert wird. Und das finde ich einfach mega, weil Piratenjäger klingt einfach episch und das hatten wir von Anfang an und das haben sie einfach jetzt auch so gehalten. Also die haben das nicht verändert und das feiere ich. Und der hat dann 320 Millionen Euro, Berry, 320 Millionen Berry und ich würde sagen, das ist endlich mal was wirklich Zorro-würdiges. Das lässt ihn noch viel gefährlicher wirken und es passt einfach extrem, weil man mit 300 Millionen Berry kann man wirklich, also sagen, es ist cool. Ich meine, Zorro interessiert das, glaube ich, gar nicht, aber 320 Millionen Berry, das klingt schon viel gefährlicher und damit ist Zorro wirklich auch oben dabei jetzt und mit so einem Mann an seiner zweiten wird Ruffy keine Probleme haben, wenn er in der Bande noch einmal 320 Millionen Berry hat, weil das ist wirklich extrem, weil manche Captains haben ja nicht mehr so viel in One Piece und Zorro ist da wirklich mittlerweile extrem badass. Alles klar, kommen wir zum dritten und zwar dem Teufelsmädchen Nico Robin, die hat 130 Millionen und das ist, finde ich, fast wegen zu wenig. Jetzt denken wir erstmal so, hä, warum, so stark ist sie doch gar nicht. Nein, es geht mir nicht nur um ihre Stärke, sondern geht es mir darum, weil Robin einfach noch extrem gefährlich für die Weltregierung wegen ihrer Fähigkeit, die Porneglyphe zu entziffern sein wird. Die wird noch so viel aufdecken, ich sag's euch, die wahre Geschichte, die verloren 100 Jahre, da wird noch so viel rauskommen, das alles nur wegen Robin. Robin könnte das komplette Image der Weltregierung zerstören, Robin könnte so viel anzetteln und deswegen ist das Teufelsmädchen, Nico Robin, einfach, finde ich, immer noch zu wenig wert. 130 ist extrem viel, ja, aber was die Weltregierung damit aufs Spiel setzt, dass die frei rumläuft, ich finde es krass, ich finde es wirklich extrem krass. Und deswegen finde ich die 130 an sich okay, ist gut, dass sie eine Steigerung bekommen hat, aber wenn ich die Weltregierung wäre, würde ich sie noch viel gefährlicher einstufen. So, kommen wir zum vierten und zwar dem Cyborg Frankie mit seinen 94 Millionen Berry. Ja, Cyborg Frankie hat einfach alles zerlegt auf Chris Rosa, das war mega der Kampf, der war in diesem Arc einfach cool und 94 Millionen Berry sind, finde ich, auch berechtigt, weil er eben gegen Mr. Pink, Senior Pink gekämpft hat und in dieser Fabrik einfach so viel Schaden angerichtet hat. Und einfach alles auf den Kopf gestellt hat. Und der hat sich wirklich mit eigentlich jedem angelegt, der sich ihm in den Weg gestellt hat. Und deswegen ist Cyborg Frankie mit seinen 94 Millionen Berry wirklich auf einem guten Weg nach oben. Und wird, denke ich, auch noch viel in der Geschichte zu tun haben. Irgendwie so, keine Ahnung. Yo. Also kommen wir zum nächsten Charakter, dem nächsten sehr, sehr interessanten Charakter. Und damit meine ich wirklich sehr, sehr interessant. Und zwar gehen wir direkt auf Schwarzfuß Sanji. Schwarzfuß Sanji hat 177 Millionen Berry. Und es ist wenig. Wenig in Anführungsstrichen. Für Sanji ist es wenig, finde ich. Aber das kann man ganz einfach erklären. Das ist einfach, weil er auf Dressrosa nicht direkt mitgewirkt hat. Allerdings könnte ich mir für ihn, Nami, Brook und Chopper eine weitere Erhöhung in absehbarer Zeit vorstellen. Was bedeutet, dass die alle, die nicht auf Dressrosa dabei waren, also die nicht wirklich mitgewirkt haben, eine extra Erhöhung noch kriegen, weil sie jetzt, solange die wechseln, noch was anderes anrichten, was wirklich viel erschüttern wird. Würde ich gut finden, ich könnte es mir vorstellen, ist aber nicht safe, ist wirklich nicht safe. Kommen wir nun zu Sanjis neuem Bild. Sanji hat keine Zeichnung mehr, nein, Sanji hat jetzt ein eigenes Bild bekommen.
ist, würde ich sagen, auch nicht das Schönste von ihm, weil Sanji will ja wirklich, dass er auf den Bildern gut aussieht, damit ihm alle Mädchen hübsch finden. Aber das hat bei ihm nicht so ganz geklappt, wenn man sich mal die anderen Bilder anschaut. Zum Beispiel Sanji, Robin, zum Beispiel Ruffy, Zoro, Robin und Frankie, die haben alle mega die coolen Bilder. Also Zoro hat eh immer die epischsten. Und halt Sanji, der Einzige, der jetzt wirklich interessiert, wie er darauf aussieht, der sieht einfach mega scheiße aus. Das ist einfach auch so ein Oder-Klischee. Das ist so ein Ding, das wird er auch bis zum Ende durchziehen. Sanji wird niemals ein cooles Kopfgeld-Foto haben. Naja, also kommen wir zum nächsten mit Sanji und zwar Only Alive. What the fuck? Only Alive. Sehr, sehr heftig und somit bekommt Sanji auch allgemein noch mehr Tiefe. Doch was bedeutet das eigentlich? Ist er ein Prinz? Ist er ein Tenryubito? Im Internet kursieren ja viele Theorien darüber, aber irgendwie würde es noch mehr zu Oda passen, wenn jetzt etwas komplett Unvorhersehbares kommen würde. Was heißt, dass Sanji weder ein Prinz noch ein Tenryubito ist, weil, so wie man Oda kennt, macht er was ganz anderes. So viele vermuten, da kommt Oda und macht was komplett anderes. Also, es wäre schon krass, wenn es jetzt wirklich ein Prinz oder ein Tenryubito wäre. Es gibt auch Hinweise und, aber ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, ehrlich gesagt. Das wäre viel zu offensichtlich. Und deswegen wird es mit diesem Only Alive noch was anderes vor, noch was anderes mit auf sich haben. Vielleicht hat Sanji, was wir noch nicht gesehen haben, vielleicht hat er irgendwas angerichtet, vielleicht hat er irgendwas gemacht, vielleicht hat er irgendwas gesehen. Das können wir vorstellen. Vielleicht hat er irgendwas gesehen und die Weltregierung muss ihn zum Reden bringen und deswegen nur leben. Sowas in der Richtung könnte ich mir wirklich vorstellen. Genau. Und dann kommen wir zum nächsten Charakter. Und zwar der diebischen Katze Nami. Nami hat schon wieder ein neues Kopfgeldfoto und ja, die hat, glaube ich, an sich eh immer so die schönsten, wenn es darum geht. Und ja, Nami hat 66 Millionen Euro und im Gegensatz zu vielen anderen finde ich persönlich dieses Kopfgeld angebracht. Wirklich. Viele sagen ja, das ist zu viel, aber ich finde es angebracht. Weil Nami die Navigatorin der Strohhüte ist und somit ein extrem wichtiges Glied in der Bande ist. Meiner Meinung nach sollte man ihre Stärke auch nicht zu extrem unterschätzen, weil da sicher noch was kommen wird. Da bin ich mir auch sicher. Auch vielleicht nicht mal ein Power-Up, vielleicht hat er einfach noch was auf Lager, das man noch nicht gesehen hat. Könnte ich mir sowas in der Richtung vorstellen. Ja. Dann nun zum Schleckermaul Chopper. Chopper hat 100 Berry und es war einfach klar. Es war so klar, dass Chopper kein ernsthaftes Kopfgeld bekommt. Wobei ich Chopper wirklich mal ein richtiges Kopfgeld gönnen würde, da er wirklich was auf dem Kasten hat. Allerdings denke ich wirklich, dass Oda diesen Gag bis zum Ende von One Piece eiskalt durchziehen wird. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Oh, ich glaube Chopper wird nie, genauso wie Sanji nie ein normales Bild bekommen wird, wird Chopper nie ein normales Kopfgeld bekommen. Also, ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass Oda so ein Typ ist, der so Running Gags einfach eiskalt bis zum Ende durchzieht. Ich finde, Chopper hat wirklich mehr verdient eigentlich, weil Chopper ist einfach cool. In seiner Riesenform auch noch, ist mega. Naja, kommen wir nun zum nächsten Charakter, und zwar im Soul King Brook mit 83 Millionen Berry. Und Brook ist meiner Meinung nach auch viel stärker als viele denken und das Kopfgeld ist somit auch berechtigt. Allerdings kann man bei Brook, Schleckermaul Chopper und der diebischen Katze Nami sowohl auch bei Schwarzfuß Sanji sagen, dass diese Kopfgelderhöhungen nicht wirklich basierend auf dem Dressrosa-Axe sind, die sie nicht auf Dressrosa dabei waren. Ich denke, die wurden einfach nur mitgezogen, weil die komplette Bande erhöht wurde. Und ja, ich hoffe, die werden noch eine einzelne Erhöhung kriegen. So eine Special-Erhöhung für die paar Charaktere, die jetzt nicht auf Dressrosa dabei waren. Wäre cool. Wäre wirklich cool, weil die haben es, finde ich, auch verdient, nochmal zu zeigen, was sie können. Und ja, ich meine, in der One Piece willst du in ihr Kopfgeld nichts, womit man angibt eigentlich. Also vielleicht schon, aber das ist ja eigentlich nur, wie sehr du von der Weltregierung gejagt wirst oder wie viel du wert bist. So, aber naja, egal. Kommen wir nun zum nächsten Charakter und zwar zu God Lissop. Ja, God Lissop ist nicht mehr als Togeki bekannt. Er bekommt sein erstes normales Kopfgeld und zwar 200 Millionen Berry. Und es ist einfach göttlich. Noch dazu dieses Bild von Lissop. Aber ich denke, dass Sanji Lissop schon bald wieder überholen wird, weil es nicht sein kann, dass Lissop über Sanji ist. Weil Sanji eindeutig stärker als Lissop ist. Und deswegen tendiere ich auch dazu, dass es wirklich bald eine Erhöhung geben wird, wo einfach nur die Leute, die nicht auf Dressrosa waren, auch eine extra Erhöhung noch bekommen, damit Sanji Lissop wieder überholt. Aber dieses Bild von Lissop ist einfach zu gut. Feier ich mega. Naja, es ist aber nicht so, dass nur die Strohhüter Erhöhungen bekommen haben. Nein, es haben auch noch andere Erhöhungen bekommen, wie zum Beispiel Bartolomeo und. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich will das Video nicht zu lang ziehen, weil ich glaube, ich schneide es nicht mehr. Das lade ich einfach so hoch. Das wird so eine Art Monocast, glaube ich. Und ja, damit sage ich euch noch Iohan, schönen Abend und treibt's nicht zu wild, meine Freunde. Demnächst kommt noch ein Video über Rob Lucky von mir und ich schau mal, für was ich noch so Bock habe. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.